Ich stehe vor dem Kanzleramt und hier hinter mir ist Herr Kanzleramtsminister Helge Braun. Guten Tag, Herr Braun. Gerade eben war Kabinettssitzung. Es stand jetzt nicht explizit auf der Agenda, das Thema Corona, aber es wurde bestimmt darüber gesprochen. Inwieweit haben sich da die Kabinettskollegen und auch die Kanzlerin darüber unterhalten? Wir haben jedes Mal jetzt in der Kabinettssitzung immer auch zu Ende die aktuelle Corona-Lagebericht des Gesundheitsministers. Und angesichts der stark steigenden Zahlen haben wir uns darüber natürlich heute ausgetauscht. Angela Merkel soll gestern in der CDU-Bundesvorstandssitzung gesagt haben, dass Ungeimpfte mit starken Einschränkungen zu rechnen haben, wenn es so weitergeht. Hat sie sich heute da nochmal dahingehend geäußert? Also wir haben sowieso in den letzten Tagen mehrfach gesagt, dass das Signal, was auch von den Ampelkoalitionären ausgegangen ist, die epidemische Lage ist rum und wir haben es nur noch mit nachlaufenden Effekten zu tun, ist falsch, sondern wir haben jetzt massiven Anstieg der Infektionszahlen im Hinblick auf den Winter. Wir haben eine Situation, dass in manchen Regionen Deutschlands die Neuinfektionszahl schon über 500 liegt und auch in den Krankenhäusern sich relevante Probleme auftun. Auch in einigen Pflegeheimen haben wir wirklich erschütternde Berichte. Das heißt, es ist jetzt an der Zeit, wieder zu handeln. Wir hatten die 3G-Regelung durch den Sommer. Die hat uns gut durch den Sommer, auch durch den Frühherbst gebracht. Aber erkennbar ist, dass die Maßnahmen, die wir derzeit haben, nicht ausreichen. Sie sagen, die Ampelkoalitionäre nehmen das zu leicht, aber es war doch der Bundesgesundheitsminister, der am 18. Oktober gesagt hat, die epidemische Lage kann beendet werden. Grundsätzlich hat Jens Spahn auch gesagt, dass diese Rechtskonstruktion jetzt möglicherweise nicht mehr die richtige ist. Darüber kann man diskutieren, aber die Analyse des Ampelpapiers, dass jede Sachgrundlage entfallen ist, obwohl die WHO die weltweite Pandemie weiterhin fortschreibt und auch eben ein bundesweites Infektionsgeschehen vorhanden ist mit ansteigenden Zahlen in allen Bundesländern. Das macht doch deutlich, dass wir jetzt nicht Signale brauchen, die Pandemie ist vorbei, sondern wir brauchen ein Signal auch in die Bevölkerung hinein. Weil die Mitwirkung jedes einzelnen Infektionen zu vermeiden, sei es, dass er sich impft oder vorsichtig verhält, das ist doch das Pfund, was wir in der Pandemie haben. Und deshalb müssen wir deutlich sagen, dieser Winter mahnt zur Vorsicht. Jetzt dauert es ja noch eine Weile, bis die Ampel regiert, wenn sie es denn überhaupt schafft, sich zu einigen. Insofern sind Sie noch in charge, in gewisser Weise Ihre Regierung. Jetzt war es Baden-Württemberg, die heute eben gesagt haben, okay, ab jetzt gilt bei uns wegen der Lage auf den Intensivstationen PCR-Tests für Ungeimpfte. Was ist rechtlich möglich, um so Ungeimpfte davon abzuhalten, dass sie andere anstecken? Also was gibt die Gesetzeslage eigentlich her? Also die derzeitige Gesetzeslage gibt sogenannte 2G-Regeln auch her, dass also Ungeimpfte möglicherweise an Veranstaltungen oder beim Zutritt in Einrichtungen gar nicht teilnehmen können. Also es gibt natürlich auch die Möglichkeit, es an einen Test zu binden, an einen einfachen Schnelltest, also die 3G-Regel oder eben verschärft an einen PCR-Test. Und je nachdem, wie hoch die Ansteckungsgefahr ist, muss man alle diese verschiedenen Varianten jetzt auch im Winter nutzen, um die Ausbreitung so zu begrenzen, dass eins nicht passiert. Darum geht es ja. Wir haben heute schon über die Frage gesprochen, müssen wir wieder Krankenhausbetten für Corona-Patienten aktiv freihalten? Was heißt auch für alle diejenigen in Deutschland, die geimpft sind, die sozusagen beigetragen haben, für die wieder die geplanten Operationen abzusagen. Das hielte ich für problematisch und deshalb müssen wir alle gemeinsam daran arbeiten, dass wir gut durch den Winter kommen. Da spielt die Boosterimpfung für die Älteren eine Rolle, die Erst- und Zweitimpfung für die Jüngeren und ansonsten natürlich auch wieder ein etwas vorsichtigeres Verhalten. Jetzt war es gerade aktuell so, dass in Brandenburg in einem Pflegeheim viele Menschen starben an Corona. Und da hat sich herausgestellt, nur die Hälfte der Belegschaft ist geimpft. In Anbetracht der aktuellen Situation oder des Winters wird da nochmal darüber diskutiert, in manchen Branchen dann doch eine gewisse Impfpflicht auszusprechen? Die Diskussion gibt es. Ich persönlich bin sehr skeptisch, was eine Impfpflicht angeht. Aber nach dem Hörensagen ist es auch so, dass an vielen Stellen noch nicht mal effektiv getestet
getestet wird. Und deshalb spreche ich mich dafür aus, dass wir jetzt die Testpflicht in den alten Pflegeeinrichtungen, den Einrichtungen der Behindertenhilfe gesetzlich ausgestalten. Ist derzeit noch nicht geplant, aber ein neuer Vorschlag, damit wir wirklich konsequent und das auch mit Sanktionen bewähren, damit wirklich durch konsequentes Testen und darüber hinaus auch ein konsequentes Boosterimpfen, da sind die Länder zuständig, in den alten Pflegeheimen, dass wir wirklich es schaffen, nicht wieder die gleichen Probleme zu haben, die wir letztes Jahr in den Pflegeeinrichtungen gesehen haben. Letzte Frage, Sie sind ja selbst auch Arzt. Auf welcher Seite stehen Sie? Auf der Seite der Ärzte, die sagen, boostern ab Ü70, oder auf der Seite von Jens Spahn, der sagt, boostern ab Ü60? Also grundsätzlich ist es richtig, dass wir uns da die Studienlagen angucken. Und wenn man nach Israel schaut, dann sieht man, dass die mit Boosterimpfungen auch in jüngeren Jahrgängen gute Erfolge erzielt haben. Der jüngere Mensch allerdings profitiert von Erst- und Zweitimpfungen, was den Eigenschutz angeht, schon sehr gut. Im Hinblick auf das unbemerkte Weiterverbreiten der Infektion ist natürlich die Drittimpfung auch in jüngeren Jahrgängen sinnvoll. Das zeigen uns die Studien in Israel. Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn die STIKO sich das genau anguckt und dann auch eine ärztliche Empfehlung entsprechend herausgibt. Also dahingehend sind Sie auch eher auf der Seite von Jens Spahn, würde ich mal sagen. Das interpretiere ich da. Soweit Helge Braun, der Kanzleramtsminister, der gerade eben aus der Kabinettssitzung kam, die hier hinter mir im Kanzleramt getagt hat.